Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Castlevania Lords of Shadow Mirror Fate HD für PC, Folge 15. Wir sind hier zuletzt stehen geblieben bei der Terrasse. Und ja, mal schauen, was uns hier Neues erwartet. Es ist ruhig, zu ruhig. Bestimmt kommt jetzt so ein kleines gestörtes Kind. Und erschreckt mich im Fahrstuhl, wie beim Fahrstuhl des Grauens. Da bin ich mir sicher, sowas passiert mir persönlich ständig. Holy moly! Genau das meinte ich. Wow! Das war so klar. Ah. Weg. Spring. Und hoch. Aua. Weg. Ah. Weg mit dem Gesindel. Weg. Aua. Muss da raus. Kriegst so gut wie keine Leben dazu mit dem Heilzauber, verdammt. Puh. Das kann ich runterreißen. Das mache ich jetzt auch. Ah, du stinkst eh, du musst eh mal duschen. Lass Milch raus. Zertritt dir die Milz. Aha, hast du dir so gedacht, oder? Falsch gedacht. Aua. Ist das nicht das Viech, in das sich der Wächter der Nacht da verwandelt hat? Wirkt es? Na super, hat er die Fledermäuse gerade gefressen? Ah, diese kleinen Blutbomben. Hey, den hättest du doch eigentlich umhauen müssen. Nein! Verdammt. Puh. Ah, verdammt. Ach komm. Blödes Grafen. Nein, komm, ich dachte, so weit kommt er nicht. Verdammt. Spring, Mann! Oha.
bisschen Sodawasser für deinen schlechten Atem. Und jetzt nur mal einen herzhaften Tritt in die Milz. Und dann... Ah, wow. Ah, der kommt wieder auf mich zugestimmt. Weg. Weg. Zum Glück hält er mal kurz vor der Wand an. Raus aus der Ecke. Bring. Ich weiß, ich habe kein Wii, also die Sprachsteuerung hilft recht wenig. Ach, der holt wieder Anlauf. Stopp! Brav. Ja, leckst du nieder, hä? Ah, verdammt, ich habe mein Mana verbraucht. Das war nicht so clever. Puh. Es läuft, würde ich sagen. Es läuft. Weg. Ah. Ah, verdammt, ich habe kein Mana mehr. Puh. Willst du mal duschen? Hier hast du dein Sodawasser. Ja, da stinkt man gleich ein bisschen weniger. Aber was macht er jetzt? Hatte Fittich gar nicht geil. Hör auf. Hör auf. So was macht man nicht. Ah, komm schon. Ach komm. Nein. Jetzt bin ich festgehangen. Ah, nein. Ach komm, das lief doch gerade so gut. Nein. Ach komm, Alucard, ich drück nicht umsonst, dass du aus deiner Nebelgestalt rausgehen sollst. Kostet Mana, wenn du dich in der Nebelgestalt bewegst. Das Mana brauche ich. Dringend. So. Aus der blöden Situation noch rausgerettet. Ach komm, das lief doch so gut. Bleib in der Luft. Ach komm. Und zack. Und den hier. Ah, da habe ich mich jetzt nicht getraut. Bomben, das war mir zu riskant. Und bam. Ah, den hat es leider nicht umgehauen. Ja, dreh dich nur von mir weg. Ist immer die beste Idee, wenn man von jemandem angegriffen wird. Einfach ignorieren und dich in die andere Richtung hinstellen. Nein, mach doch, mach doch, mach doch, mach doch, mach doch. Ich drück doch. Bist du dumm? Und volle Leben. Spiel, warum sabotierst du mich so sehr?
wollen mich doch alle so richtig herzhaft verarschen. Doch ich gedrückt bin, Blöder. Ah, komm. Ach, komm. Geh nach Hause, du dummer Scarf. Na toll, jetzt habe ich ihn auch noch gefüttert. Nein. Ich glaube, der Boss hier wird die ganze Folge ausfüllen. Nein. Ah, ja, genau. Da hätte ich jetzt Mana gebraucht, um dann... Ja, was sollte denn der Scheiß gerade? Das kann doch nicht glatt gehen. Vom Spiel tot sabotiert. Und zwar im höchsten Maß. Hab doch den Controller auch voll aufgeladen, also. Spring. Was? Lass mich raus, Mann. Du hast ein Gesicht, das kann echt nur eine Mutter lieben. So. Jetzt aber, Alucard. Häng dich rein. Häng dich rein, du schaffst das. Was machst du? Nein! Ich drück doch, schneller geht nicht, Mann. Ist das ein Bug oder was? Ey, jetzt bin ich schon ein bisschen angefressen. Ach komm. Ach komm. Fick dich doch. Sorry. Aber jetzt bin ich im Rage-Mode. Drück doch eh wie ein Blöder. Ich hab da auch nicht anders gedrückt als vorhin, wo ich es geschafft habe. Zweimal hintereinander wohlgemerkt. Das macht mir auch noch Schaden, ist klar. Mann, Alucard, was machst du? Das war der falsche Kombo. Hätte gesagt, war schon der richtige. Ach komm. Fick dich doch, Mann. Falsch. Nein, ich habe kein Mana mehr. Geh weg. Oh Mana. Wie der blöde Scarf ist noch da. Jetzt. Aus da. Oh Menno! Weg! Halt! Du stinkst! Herzhaft!
Graf, du hast nichts zu melden. Geh einfach nach Hause. Ach komm, was für eine Reichweite hatten wir? So, jetzt reißt dich zusammen, Alucard. Yes. Nein. Oh Mann. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ach komm. Das soll wohl ein scheiß Scherz sein. Nein, 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 nein. Nein, oh komm. Nein. Alucard, falsche Richtung. Spring! Nein, spring! Ach komm, jetzt werde ich bestimmt sterben. So, jetzt weg. Das auf die andere Seite und... Ah, ich hasse dich. Ich hasse dich so sehr. So, ich hoffe, das war's jetzt. Die letzte Dröhnung. Nimm das. Stirb! Endlich, du hässliches Drecksviech. Und geh baden, du stinkst. Puh. Die Schattenkrallen. Verwende sie, um Wände hochzuklettern. Alter Falter. Ja. Herrlich. Wenn das infizierte Blut des Plünderers durch Alucards Venen fließt, wachsen ihm an den Fingerspitzen Krallen. Damit kann er langsam Schluchten hinabsteigen und steile vertikale Hänge emporklettern. Das sind die Schattenklauen, die wir gerade erworben haben, weil wir den Dämon oder das Viech halt seines Lebenssaftes beraubt haben. Und Saft ist ja gesund, wie wir wissen. Ich würde sagen, dann ist die Folge jetzt wahrscheinlich eh schon zu Ende. Dann öffne ich jetzt noch die Tür und mache noch nicht Pause. Denn erst schauen wir diese kleine Cutscene. Mal, wie sich die Augen bewegen. Okay, dann würde ich sagen, bis zur nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zusehen und ja, man sieht sich. Ciao.